kommen Sie her, meine Damen und Herren, während da drin in der Kathedrale an diesem denkwürdigen 8. Juli 1867 der Kaiser von Österreich und die überirdisch schöne Elisabeth König und Königin von Ungarn werden, haben Sie die einmalige Gelegenheit, ein wertvolles Erinnerungsstück zu erwerben. Alles sehr billig. Bitte treten Sie näher. Wie wär's mit diesem Bild? Elisabeth als Mutter mit Rudolf ihrem Sohn. Und hier ist das nicht nett, die Kaisers feiern Weihnachten im festlichen Salon. Auf diesem Glas sehen wir das Hohepaar in Liebe zugeneigt. Einen Teller habe ich auch, der Elisabeth beim Beten in der Hofkapelle zeigt. Nehmt ein hübsches Souvenir mit aus der kaiserlichen Welt, alles innig, lieb und sinnig, so wie es euch gefällt. Kids! 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 Verzieht nicht das Gesicht, tut bloß nicht so, als wärt ihr an der Wahrheit interessiert. Die Wahrheit gibt's geschenkt, aber keiner will sie haben, weil sie doch nur deprimiert. Elisabeth ist in, man spricht von ihr seit über 100 Jahren. Doch wie sie wirklich war, das werdet ihr aus keinem Buch und keinem Film erfahren. Was ließ sie die Vergötzung, was ließ sie noch der Neid, was blieb von ihrem Leben als Bodensatz der Zeit? Nur Kids! Kids! Ah, Kids! Ich will euch was verraten, eure Sissi war in Wirklichkeit ein mieser Egoist. Sie kämpfte um den Sohn, um Sophie zu beweisen, dass sie die Stärke ist. Doch dann schob sie ihn ab, ihr kam's halt darauf an, sich zu befreien. Sie lebte von der Monarchie und richtete sich in der Schweiz ein Nummernkonto ein. Man hört nur, was man hören will, drum bleibt nach etwas Zeit von Schönheit und von Scheiße, von Drama und Wirklichkeit nur. Kids! 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 Kids!